Glaub mir, wenn ich verliere, muss ich Essen und Getränk bezahlen, stimmt's? Mindestens. Okay, Stefan, unser Fairway liegt zwischen dem Baum und der 200 Meter Markierung. Okay. Da muss der Ball landen okay. Und dann geht's um Länge. Okay. Du fängst an. Ja, kommt dein gewöhnter Draw. Guter Bounce. Nicht schlecht. Okay. Also so ein bisschen hinter der 200. Ja. Okay. Ich glaube, wir müssen messen. Ja, wäre aber auch gut. Sehr schön. Willkommen beim Wohnhotri Golf. Schöne Bedingungen hier in La Gomera, aber es ist unser freier Tag und wir üben. Und zwar, wir üben unter Druck. Konkurrenztraining ist das. Das ist wie auf dem Platz. Und ich denke, dass bei der Mehrheit von Golfern, dass eine Sache fehlt beim Training. Und das ist Training unter Druck. Wettkampftraining. Das ist so wichtig, weil so ähnelt das Training das Spiel auf dem Golfplatz. So ist es egal, ob du puttest, chippst, Bunker schlägst oder longest drive machst. Such dir am besten einen Spieler aus, der richtig gut kann. Er kann es gut und er kann mich schlagen. So, er ist für mich, den Stefan zu schlagen, unter Druck, bringt mir viel. Weil es zeigt mir, ob meine Technik, es zeigt mir, ob das, was ich gerade übe, ob das stimmt oder nicht. Weil das ist ähnlich zum Turnier. Glaub mir, wenn ich verliere, muss ich Essen und Getränk bezahlen, stimmt's? Mindestens. So, und ich bin genau das Gleiche bei ihm. So, es muss um was gehen. Natürlich solltest du Spaß haben. Aber such dir bessere Spieler aus und versuch dich zu schlagen. Du kannst so nur gewinnen. Ich freue mich auf die Saison und bis bald in Lüttelsburg. Tschüss.